Thomas Feiersinger, Ulf Wendling. Gemeinsam sind wir die Ghost Sport Academy. Und wir haben heute wieder ein paar Tipps für euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Einer der wichtigsten Schläge im Golf ist der Wedgeschlag. Und der Thomas erzählt uns ein bisschen was über die Distanzkontrolle mit den Wedges. Ja, für perfekte Distanzkontrolle ist ausschlaggebend ein guter Rhythmus. Ein guter Rhythmus setzt sich zusammen aus zwei Sachen. Es ist Schwunglänge im Rückschwung und Durchschwung und Tempo. Guter Rhythmus sollte eben beinhalten, dass der Rückschwung und der Durchschwung sich gleichen, das heißt die gleiche Länge haben. Genauso wie das gleiche Tempo. Das, was wir sehr oft vorfinden, vor allem bei Wedgeschlägen, bei nicht so guten Spielern, ist, dass der Rückschwung sehr langsam ist und der Durchschwung sehr schnell. Dadurch auch oft länger wird. Da wir eine gute Distanzkontrolle bekommen, sollten wir zum Beispiel drei Distanzen schlagen können, die wir über drei Schwunglängen kontrollieren. Eine Schwunglänge könnte sein, Hüfthöhe zu Hüfthöhe mit dem gleichen Tempo. Die nächste Distanz, die wir herausarbeiten könnten, wäre über einen Halbschwung. Das heißt, wir schwingen bis zur Hälfte auf und bis zur Hälfte durch mit einem beständigen Tempo. Immer bei voller Rotation. Und dann hätten wir die dritte Distanz, das wäre eigentlich ein voller Schlag mit einem Wedge, wo eben auch sehr wichtig ist, dass der Rückschwung beschleunigt und nicht langsam ist, weil wenn ich was nach vorn beschleunigen will, brauche ich hinten Geschwindigkeit. Okay, somit haben wir drei Distanzen für dieses Wedge. Bei drei Wedges sind das 9 Distanzen. Unter 100 Meter decken wir somit einen großen Bereich ab und geben uns die Chance auf mehr Birdies und mehr Pars. Thomas, hast du noch ein paar Tricks und Tipps, wie man das vielleicht selber üben oder kontrollieren kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man die Schwunglänge am besten mit einem Spiegel vor sich üben kann, dass man das wirklich kontrolliert, dass der Schläger gleich weit ausholt und durchschwingt. Und fürs Tempo kann man auf jeden Fall am Metronom zur Hilfe nehmen. Auf das, was am meisten Acht zu geben ist, ist, dass das hier stattfindet. Das heißt, eine gleich schnelle Bewegung auch im Rückschwung wie im Durchschwung, weil die meisten Spieler eben zu langsam ausholen und zu schnell beschleunigen. Jetzt haben wir gesehen, Rhythmus ist sehr wichtig im Wedge-Game. Viel Spaß beim Üben und fleißig üben.